Ich lebe noch. Mein Name ist Mina und ich bin Soloseglerin. Ich bin im Südpazifik in schwere Winde gekommen und von einer Welle über Bord gespült worden. Ich habe mich durch die pechschwarze Nacht gekämpft, bis die Wellen mich hier angespült haben. Am Strand ist niemand zu sehen. Komisch. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Bin ich auf einer einsamen Insel gelandet? Oder wohnt hier jemand? Ich fühle mich schwach. Ich muss etwas zu essen finden. Zurück! Bitte! Ich brauche Ihre Hilfe! Bilde ich mir das nur ein oder habe ich da oben wirklich jemanden gesehen? Um da hochzukommen, müsste man ein Affe sein. Das ist zu hoch. Mein Telefon. Außerdem hatte ich nichts bei mir, als die Wellen mich fortgespült haben. Das Salzwasser hat ihm nicht geschadet, aber der Akku ist fast leer. Kurz vor dem Unfall war ich auf Rekordkurs. Aber ich habe zu viel riskiert und hab's verbockt. Wenn ich je hier wegkomme, wer wird mir dann noch sein Boot anvertrauen? Vor knapp einem Monat habe ich die Wessing-Insel im Rahmen des Jules Verne-Pokals umrundet. Der Non-Stop-Segelregatta rund um die Welt. Ich hatte mich entschieden, allein zu segeln. Ich war mir meiner so sicher, dass ich alles tat, um ein Boot zu finden. Das ist steinhart.
Um da hochzukommen, müsste man ein Affe sein. Hab dich. Autsch. Hab dich. Was für ein seltsames Geräusch.
Das ist keine schlechte Idee, aber ich glaube, es fehlt noch etwas. Ich muss diese Stämme bewegen, um vorbeizukommen, aber das schaffe ich nicht. Ich muss was essen, um Kraft zu sammeln. Merkwürdig. Diese rostigen Metallteile da am Felsen. Wozu mögen sie wohl gedient haben?
Merkwürdig. Diese rostigen Metallteile da am Felsen. Wozu mögen sie wohl gedient haben? Ich muss diese Stämme bewegen, um vorbeizukommen, aber das schaffe ich nicht. Ich muss was essen, um Kraft zu sammeln.